Hallo zusammen. Ich habe dir im letzten Video erzählt, wie ich mit dem kostenlos verdienten Silk bei Tiger Tanks mir aus dem Shop einen Tiger Tank gekauft habe für 145 Silk war das. Also die kann man ja kostenlos verdienen, wenn man als Pilot fährt bei Tiger Tanks. Habe ich dir auch bei den einen oder anderen schon erklärt. Hier habe ich dann gekauft. Und jetzt erkläre ich dir, wie du ihn aufrüsten kannst. Diese Tanks, die kann man bei Tiger Tanks aufrüsten. Und zwar in der Garage. Ist jetzt immer zweigeteilt, so ein Tank. Einmal mit einer Waffe und einmal mit dem Unterbau. Der Unterbau gibt praktisch die Trefferpunkte, die Panzerung wieder, wie viel du hast. Also der hier hatte zum Beispiel rechts oben 6500. Der hier hat 7800. Und der hier hat 8300. Ist natürlich immer so, dass die Panzerung, je schwerer die Panzerung ist, desto langsamer ist dieser Tank. Also der hat eine Geschwindigkeit von 649, der hat von 704 und der von 726, der mit wenigsten Panzerung. Hier siehst du jetzt meinen Tiger Tank, eine Panzerung von 2, das ist natürlich nicht sehr viel, Generation 2, sorry, Panzerung 7680, Geschwindigkeit 682, das ist so mittelmäßig. Also sowohl der Panzerung als auch von der Geschwindigkeit her. Die Waffe, dieser Ripper, wie er heißt, hier siehst du auch die ganzen Sachen und das kann ich jetzt aufrüsten. Also wenn man das jetzt vergleicht, ich habe den Panzer gekauft im grünen Status. Das heißt, es fängt mit weiß an, dann geht es mal grün, blau und dann geht es immer weiter. Je höher die Sachen sind, je höher wertig, desto mehr Silk verdienst du, wenn du gewinnst, desto teurer sind die natürlich auch. Also wenn man die zum Beispiel hier, meiner jetzt hat Gala 1598 oder es waren 148 Silk waren das. Die nächste Generation oben siehst du hat kostet 4281 Gala Games. Dann wieder hoch 9208. Und dann geht es immer so weiter. Also hier haben wir zum Beispiel, der kostet 28.000. Bis ganz hoch, der kostet 76.000. Also siehst du schon den Unterschied. Je nachdem ist er halt dementsprechend teurer. Zum Aufrüsten brauchst du verschiedene Bauteile. Hier unten hast du, rechts unten siehst du zum Beispiel Schrauben, Altmetall, Chips, Energiekerne, Motor, Hydraulik oder Arachnium. Die haben wir früher in früheren Versionen auch kaufen müssen für Silk oder kannst du jetzt immer noch kaufen. Jetzt ist es so, seit dem letzten Patch kannst du die verdienen und zwar als Missionen. Hier habe ich jetzt drei zum Beispiel gemacht. Die tägliche Belohnung, die kriegst du bloß, wenn du dich einmal am Tag einloggst. Da kriegst du was. Die tägliche Missionen hast du drei Stück verfügbar. Kannst du eine von diesen dreien einmal switchen. Und dann gibt es noch die wöchentlichen, da kannst du auch eine verändern. Also du siehst hier, da kriegst du 12-mal Motor, 4 Energiekerne, Altmetall 122 und 2 Energiekerne. Ich spiele jetzt ungefähr schon, ja, seitdem der Patch da ist, ungefähr ja, 1-2 Monate. Und die habe ich eigentlich nur hier unten verdient mit diesen täglichen Missionen oder wöchentlichen. Also ich habe bis jetzt noch nichts dazu gekauft für Silk oder Gala oder irgendwelche anderen Währungen von Gala Games, alle dazu gewonnen. So, wie kann ich jetzt meinen Tank aufrüsten? Dazu gehe ich wieder in meine Garage. Hier habe ich die Waffe. Oder je nachdem Unterteil, je nachdem. Gehe auf Aktualisieren. Und da siehst du schon, hier Upgrade-Kosten 0,0084 Arachnium. Du siehst hier die Panzerung plus 21 verbessert sich, die Geschwindigkeit verbessert sich und die Energie würde sich verbessern. Das gleiche mit der Waffe zum Beispiel hier. Auch hier wieder Projektilschaden plus 5 dazu. Nachladezeit verringert sich. Der Bereich, also die Länge, in weit ich die schießen kann und die Geschwindigkeit, Projektilgeschwindigkeit. Ich setze jetzt erstmal auf meinen Unterbau. Das heißt, ich möchte natürlich so möglichst viel überleben. Upgrade akzeptieren. Bist du sicher? Ja, bin ich sicher. So, dein Upgrade wurde erfolgreich angewendet. Weiter. So, schauen wir mal die nächsten Kosten. Wieder Arachnium.
auch wieder weiter. Also du siehst hier plus 26 Panzerung, jedes Mal mehr Geschwindigkeit. Und je höher du jetzt deinen Panzer levelst, desto mehr Silk verdienst du auch, wenn du gewinnst. Und dadurch, dass das eigentlich kostenlos jeden Tag mit über diese Missionen sind, ist es natürlich absolut genial. So, sind wir schon bei 7696. Machen wir noch ein bisschen. Wie viel haben wir noch? Ja, wir haben noch genügend. Ah ja, jetzt sehen wir schon mal. Jetzt, je höher du kommst, da werden dann andere Bauteile mit. Eine Schaume, ich habe 6366. Also, diese täglichen Missionen, die finde ich total genial, weil du ja wirklich sowas von kostenlos deine Sachen, deinen Tank hochleveln kannst. Und ich habe jetzt, wie gesagt, ja, jetzt kommt ein Altmetall dazu, eines. Und ich habe noch keinen einzigen Cent dafür gezahlt. Ich habe halt als Pilot, wenn du fährst, kriegst du die Hälfte der Punktezahl. Und jeden Tag kriegst du dann die Silk gut geschrieben. Und das spielt man halt mit nach einiger Zeit. Und diese 145 Silk, die ich jetzt da verdient habe, ich verdiene so, je nachdem wie viel du halt spielst. Ich mache vielleicht am Tag, dass ich 2-3 Mal gewinne, komme auf meine 500-600 Punkte. Das sind so 2-3 Silks. Wenn du jetzt da 3000 oder was hast, dann habe ich schon mal 20-30 Stück am Tag verdient. Das heißt, du bist eigentlich relativ schnell bei diesen kostenlosen Silk und dann kannst du dir natürlich die ganzen Sachen auch kostenlos im Shop kaufen. So, ich rüste jetzt hier mal weiter auf noch ein bisschen. Ah, jetzt brauchen wir schon 5 Altmetall und 10 Schrauben. So, irgendwann einmal muss doch mal der blaue Status sein. Ich habe irgendwo mal im Internet nachgelesen, auf englischen Seiten, wie viel Erweiterungen das sind. Aber ich habe es jetzt inzwischen vergessen. Na, Arachnium 0,1, aber da kann ich noch nur 10 Stunden weitermachen. Also ich mache jetzt hier mal Pause, rüste hier mal weiter auf und dann gucken wir mal später. Oder machen wir hier mal noch ein paar. Und dann schauen wir mal später mal, wie weit ich jetzt da kommen werde. Oh, jetzt wird es schon ziemlich viel. Also du siehst hier. Weiter. Das sind schon 66 Schrauben. Ein Altmetall. Bin aber schon, wenn ich das sehe, bei der Panzerung von 8102. Ich weiß gar nicht, mit 7000 oder irgendwas haben wir angefangen. Also das ist natürlich schon geil. Also ich hätte nicht gedacht, ich mache das jetzt auch zum ersten Mal, dass das so viel bringt. Aber das ist natürlich cool, wenn es dir da dann kaum Damage frisst. Ah, jetzt geht schon aber ziemlich runter, wenn ich das hier sehe. Das sind schon 312 Schrauben. Ebene 23, okay, was hat das damit zu tun? Ja, weiß auch noch, Altmetall. 213. Ebene 24. Ich möchte natürlich meine Waffe auch noch aufrüsten. Ich glaube, jetzt wird es langsam kritisch mit dem Altmetall. Und Arachnium haben wir auch schon 3. 25. Machen wir nochmal. Panzerung 10 dazu. Okay. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal, weil 500 sind schon viel. Und gerade mal hier 1000. Viel habe ich nicht mehr. Jetzt gehen wir mal zur Waffe aktualisieren. Was geht's hier weiter? Projektilschaden. Also wir fangen mit 1600 an. Schauen wir mal, wie weit wir mit ein paar kommen. Am Anfang nur das Arachnium. Auch das kann man, diese Arachnium, mit den täglichen Missionen. Hier sind wir jetzt auf Ebene 3. Beim anderen waren wir, glaube ich, 25 haben wir, glaube ich, gehabt. Also meine Reichweite verlängert sich, mein Projektilschaden verlängert sich. Mal die Geschwindigkeit, mit der ich schieße, verlängert sich auch. Nachladezeit verringert sich. Also es sind eigentlich alles geile Sachen. Je höher du da deinen Tank levelst, desto besser bist du natürlich im Spiel. Desto höher ist die Chance, dass du gewinnst. Desto mehr Punkte kriegst du, desto mehr Silk verdienst du. Also das setzt sich so einfach fort. Und wie gesagt, wenn du noch keinen Tank hast, du hast die Möglichkeit als Pilot zu fahren, da ist es dann immer
Ja, eine Glückssache. Du kannst natürlich, ich habe auch mal einen epischen gehabt, also diesen ganz bunten, die ganz teuren, die was weiß ich, das geht schon in die Hunderte oder Tausende von Euro, was das so ein Panzer kostet. Da kannst du natürlich schon 1300, 1400 Punkte in einem einzigen Kampf, wenn du den gewinnst, fahren. Also so oft ist es natürlich nicht, dass du die kriegst. Aber ich habe die auch schon mal gehabt. Und 1300 Punkte in einem Kampf verdienen, das ist natürlich schon cool. So, und höher braucht man wahrscheinlich dann die Chips, die Hydraulik, die Motoren, Energiekerne, also alle Sachen, die man bei den täglichen Missionen verdienen kann. So, okay, jetzt weißt du auf jeden Fall, wie das funktioniert, deinen Panzer hochzuleveln. Schau mal, liebe Ebele 16. Ich muss mal nachlesen. Auf Deutsch gibt es leider wenig Inhaltsseiten, sowohl von den auf YouTube von den Videos als auch von den Seiten zum Nachlesen. Ist halt nun mal ein englischsprachiges Spiel. Aber auch in Deutschland gibt es immer mehr Spiele, die das finden. Und ich finde es auch cool, weil du kannst mit Spielen, und es macht ja Spaß. Du kannst ja bloß drei, vier, wenn es drei, vier Matches am Tag gewinnst, du steigst mit deinen Punkten, wie du hast, mit der Rangliste steigst du hoch und dann verdienst du immer mehr Silk. Und wenn man ko für kostenlose Spielen Kryptowährungen verdienen kann, ist ja cool. So, schauen wir mal, jetzt sind wir gleich bei Ebene 23 und jetzt wird es dann gleich aus sein. Schauen wir mal, ob wir auch auf 25 kommen. Wie mit dem anderen. Ah, Altmetall reicht, glaube ich, nicht mehr. Nope. Reicht nicht mehr. Sehen wir hier schon. Also ich habe jetzt eigentlich schon fast alles aufgebraucht, was Schrauben, Altmetall. Das nächste werden wahrscheinlich Chips, Hydraulik, Motoren. Arachnium 62 habe ich eigentlich immer noch genug. So, also du siehst schon, mein kleiner Tiger-Tank hat sich schon aufgerüstet. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie er sich im Spiel macht. Also hier diese tägliche Missionen. Schauen wir mal, Altmetall. 122 kriege ich dazu. Ah, das ist die wöchentliche Aufgabe. Die von Sonntag bis Sonntag hast du da Zeit. Die mit der Ripper, das ist diese Waffe hier, die mein kleiner Tiger, diese Tigerkralle ist der Ripper. Und wie gesagt, eine kann man ja umändern. Man schafft also hier zum Beispiel Grapple-Werfer-Fähigkeit 150 Zeiten, also diesen Grapple-Werfer, den werde ich. Das ist das, wo man den anderen ranzieht. Das sind diese Fähigkeiten. Machen wir den in der Garage. Da muss ich jetzt als Pilot machen, da kann ich die. Das ist der Grapple-Werfer, wo man ihn ranzieht und zu sich her. Also den werde ich nicht 150 Mal verwenden, den verwende ich kein einziges Mal. Ja, also es gibt schon Aufgaben, die bringen einfach gar nichts, aber die meisten. Also tägliche Missionen hast du eigentlich immer, vor allem diese tägliche Login-Belohnung, die kannst du dir krallen. Einmal kurz rein und dann hast du das. Das siehst du ja selber, es sammelt sich mit der Zeit, innerhalb von seit Monat oder was, knapp über einen Monat gibt es diese täglichen Missionen. Also da kommt schon einiges zusammen. Okay, ich mache auch noch einige andere Videos, um euch mal die Waffensysteme zu zeigen. Schau einfach mal rein. Wie gesagt, Tiger Tanks kostenlos. Zum Spielen einfach runterladen, in der Garage anklicken, hier oben Pilot. Das heißt, du kriegst einen Panzer gestellt von jemandem, der sie gekauft hat. Die Punkte werden geteilt bei einem Sieg. Und dann kriegst du jeden Tag deine Punkte, die werden zurückgesetzt. Ehre steigt auch bis insgesamt 1300. Je mehr du hast, also welchen Tank du fährst, gibt es bis zu 4 Punkte dazu am Tag. Am Anfang ging es bei mir plötzlich um einen Tag auf 300 hoch. Und je mehr du davon hast, kriegst du Silk und für die Silk kannst du dir im Laden hier zum Beispiel die hier kaufen. Wenn ich zum Beispiel den jetzt haben will, den könnte ich bezahlen hier mit Gala, Ethereum oder eben auch mit Silk. Silk würde kosten, ne, die 28, die habe ich, aber das wird jetzt, doch, da steht 395 Silk, also diese da hinten, oder 395.000, ach doch, das kann sein. Aber es wird auf jeden Fall diese einfachen Tanks, die kannst du dir kaufen, wie meinen hier zum Beispiel, diesen grünen Spider-Tanks. Wo ist er denn? Da hier, der hier. Schauen wir mal. Der hat mit Silk hat er gekostet. Ne, das war nicht 351.
Ich habe dann vor 145 gekriegt. Also es ist auch tagesformabhängig. Also die hinteren drei Zahlen, die zählen dann 151 SIG. Und die kannst dir verdienen. Also bei mir hier zum Beispiel, wie es du siehst hier, da 1,2 SIG, 0,8, 0,2, 1,2, 2,3, 2,8, 0,5. Das ist je nachdem, wie viel ich halt da gespielt habe. So siehst du es hier 0,2, 2,6. Es läppert sich halt mit der Zeit. Einfach mal dabei bleiben, immer mal wieder spielen und dann kannst du dir deine Tanks kaufen. Und dann weißt du, wie du es jetzt aufrüsten kannst. Okay, ich wünsche dir viel Spaß dabei.